Hallo und herzlich willkommen zu Frisbee Gaming. Wenn ihr euch jetzt fragt, mein Gott, wie hört sich denn Frisbee heute an? Wundert euch nicht. Die heutige Folge werdet ihr mit mir haben. Primetime Willy. Ich bin in derselben Allianz wie Chris auf Server 1668 und heute wird es um William im Wheel gehen. Wie ihr sehen könnt, ist das Wheel heute erschienen. Am Dienstag, bei euch auf dem Server sicherlich auch. Man kann wählen zwischen Takeda, William und Genghis Khan. Und mein Ziel wird es sein, jetzt William freizuschalten. Auf den Tag habe ich mich schon sehr gefreut, weil William ein ausgezeichneter Openfield-Kommandant ist. Wie ihr sehen könnt, ist es erstmal das Ziel, die 10 Spins zu holen. Da kriegt man 5 extra Köpfe und wenn uns das Glück heult, ist, brauchen wir relativ wenig Spins, um William freizuschalten. Wir beginnen mit dem Gratis-Dreh. Das sieht schon mal gut aus. Ja, Ziel sollte es sein, so wenig Gems wie möglich einzusetzen. Ich bin immer ein Fan davon, mit meinen Gems Haus zu halten und die lieber in VIP-Punkte zu stecken oder in Equipment. So, der zweite Spin war nicht so gut. Down nicht. Ja, so kann es halt dann manchmal auch laufen. Okay, nochmal etwas Versöhnliches. Ja, gut, ein versöhnliches Ende beim ersten 5er Spin. Ja, jetzt bräuchten wir noch ein paar mehr Spins, dann drücken wir nochmal. Nahrung nicht so optimal. Booster sind okay. Und nochmal Booster hinten raus. Naja, brauchen wir wohl noch eine 5er Runde. Na, mal sehen, ob wir jetzt mehr Glück haben. Baubooster, semi-optimal. Oh je, das sieht grauenvoll. Oh Gott, oh Gott. Einen bräuchten wir noch. Na gut, immerhin. So, damit sollten wir William freigeschaltet haben mit den 5 Extraköpfen. Schauen wir mal nach. Ja, das hat funktioniert. Das Schöne ist, wenn man einen neuen legendären Helden freischaltet, erhält man, wie ihr gleich sehen könnt, auch die Option, dieses 5-Euro-Bundle zu kaufen. Das ist immer so ein kleiner Bonus. Das macht es immer umso schöner. So, jetzt müsste das erscheinen. Genau, Schreiber der Geschichte. Es ist ein sehr gutes Package. Wenn ihr wenig Geld investiert, die 5 Euro sollten es dann auch wirklich sein. Ja, gut. Und damit ihr mir auch glaubt, dass ich wirklich in derselben Allianz bin, hier steht der gute Frisbee. Und ja, das sollte es heute auch schon gewesen sein. Nutzt auf jeden Fall die Chance, William freizuschalten. Er ist wirklich aktuell State of the Art, was Cavalry Open Field Märsche angeht. Nutzt ihn hinter Saladin und ihr seid bestens aufgestellt. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, wie ihr William spielen solltet oder noch mehr Erklärungen braucht, wieso er so ein exquisiter Openfield-Kommandant ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.